Ja, ich begrüße Sie zu unserer dritten Vorlesung. Hören Sie mich in den Hintern rein? Ja, okay. Ja, Sie erinnern sich, wir haben uns in der letzten Stunde mit dem Porträt und mit dem Selbstporträt beschäftigt. Und heute, unser heutiges Thema ist das Gruppenporträt und das Familienporträt. Nun, das Gruppenporträt ist ein Unikum in Holland. Es ist die öffentliche Repräsentation des Bürgertums im Unterschied zur höfischen Repräsentation. Das ist ein, also ich zeige Ihnen jetzt hier faktisch ein beliebiges Beispiel von Cornelis Antison von 1533. Übrigens, mich hat nach der letzten Stunde ein Kollege von Ihnen gefragt, was dieses SZ, ob das irgendwie ein orthografischer Fehler ist. Das ist kein orthografischer Fehler. Es heißt Cornelis, der Sohn von Antonis. Antonis Sohn. Und man könnte das auch ausschreiben, das wird auch oft gemacht. Dann würde das heißen Antonis S-Z-O-O-N. Ja? Aber sehr oft ist das eben einfach so, wird das so abgekürzt. Also nur, um das verständlich zu machen. Nun, die besondere Spezifik der holländischen Sonderstellung im damaligen Europa, in politischer, in sozialer, in religiöser und in kultureller Hinsicht, fand ihre künstlerische Form in der Gattung des Gruppenporträts. Es ist in der Tat keine Übertreibung zu sagen, dass eigentlich der gesamte öffentliche Raum von diesen Gruppenporträts besetzt war. Im Bereich der religiösen Repräsentation war ja eine Leerstelle entstanden, weil in den Kirchen, das habe ich Ihnen erzählt, die katholischen Kirchen gab es zwar noch, sehr wenige, und die durften aber praktisch überhaupt nicht in Erscheinung treten, und in den protestantischen, kalvinistischen gab es keine Bilder. Und im Bereich der profanen Repräsentation fehlte praktisch die höfische fast, also im Gegensatz zu den umliegenden Ländern, wo die eine enorme Bedeutung hat, denken Sie an Ludwig den 14. Ja, es gibt diese höfische barocke Repräsentation am Hof in Den Haag bei den Oraniern. Ich werde Ihnen das auch noch zeigen, wenn wir über die Historienbilder sprechen werden. Es gibt da das Landhaus, vor allem von der Amalia von Solms, also der Gattin des Statthalters Friedrich Hendricks, vor den Stadttoren von Den Haag, wo das heute noch, also wo man das heute wirklich auch noch sehen kann, was damals holländische höfische Repräsentation bedeutet hat. Nun, um dieses Gruppenporträt wirklich verstehen zu können, macht es Sinn, doch nochmal uns mit der Geschichte der Niederlande noch etwas genauer zu beschäftigen. Ich habe das in der ersten Stunde, habe ich Ihnen einen kurzen Abriss gegeben, aber ich möchte einige Aspekte nochmal betonen, beziehungsweise einige Aspekte auch noch weiter ausführen. Ja, was waren die Niederlande eigentlich im 17. Jahrhundert? Seit der Union von Utrecht 1579 hatten sich ja die sieben nördlichen Provinzen der Niederlande, also das ist Holland, Utrecht, Zeeland, Gelderland, Oberyssel, Friesland und Groningen, in ihrem Kampf gegen Spanien zur Republik der Vereinigten Niederlande zusammengeschlossen. Wobei Holland, wir sagen ja oft jetzt sowieso nur Holland, Holland war damals einfach die bedeutendste dieser Provinzen, gefolgt dann von Utrecht, die nordöstlichen, eher ländlichen Provinzen, die hatten kaum Bedeutung. Was wichtig ist, ist sich klarzumachen, dass die Niederlande damals kein zentralisierter Staat waren, sondern dass es eigentlich eine Konföderation war von Städten mit Amsterdam an führender Position. Die Regierung wurde von Generalstaaten gebildet. Also Generalstaaten, das ist vielleicht ein Ausdruck, der ja uns jetzt nicht so geläufig ist. Generalstaaten hießen damals einfach die, also sozusagen die Regierungen, die von diesen einzelnen Provinzen gestellt worden sind. Dann gab es einen Großpensionär, das ist faktisch der, der diesen Generalstaaten vorstand, der aber kein
Also der hatte jetzt nicht diese Bedeutung wie ein Souverän in einem absolutistischen Staat. Der Großpensionär wurde immer von Holland gestellt. Also da zeigt sich schon, dass eben Holland und Amsterdam hier wirklich an führender Position waren. Und dieser Großpensionär, der war für die Außenpolitik und für die Handelspolitik zuständig. Die Macht bündelte sich im Regentenpatriziat. Also das Regentenpatriziat, das sind jetzt die alteingesessenen reichen Familien, die dann auch den Stadtrat und den Bürgermeister stellten. Nach dem Waffenstillstand mit Spanien 1609 wurde die Niederlande zur bedeutendsten ökonomischen Macht Europas, die um die Mitte des Jahrhunderts kulminierte. Ich habe Ihnen das schon erzählt, ich wiederhole das kurz, einfach weil man sich das wirklich vorstellen muss, dass die Niederlande damals zur größten See- und Kolonialmacht Europas avancierte, mit Kolonien in Indien, in Indonesien, in Australien, in Afrika, in Nord- und Südamerika. Diese Geschichte der Kolonisierung übrigens, die ja also ursprünglich von Spanien, Portugal, vorwiegend von Holland, dann von England und anderen getragen worden ist, liegt zwar weit zurück, aber die Folgen davon, ja, die haben wir heute noch zu spüren. Also heute hat man teilweise das Gefühl, dass sozusagen diese Form von Kolonisierung, die über Jahrhunderte gedauert hat, von Versklavung, dass uns das sozusagen heute wie eine Welle praktisch auch wieder zurückkommt. Zwischen 1650 und 1672, in der Zeit der wahren Freiheit, waren die Niederlande eine autonome Republik, die von keinem Souverän beherrscht wurde. Und das müssen Sie sich vorstellen, was das bedeutet hat im damaligen Europa. Das hatte wirklich eine komplette Sonderstellung. Es gibt hier ein historisches Werk, was ich Ihnen empfehlen würde, von Freihof und Spies. Die haben in ihrem fundamentalen Werk 1650, Hard Won Unity, mit Recht auf die Spannungen und die Differenzen innerhalb dieses staatlichen Gebildes aufmerksam gemacht. Nämlich die Vorstellung einer harmonischen Eintracht entsprach einer immer wieder beschworenen Idealvorstellung, aber eigentlich nicht der sozialen Realität. Und diese Vorstellung der holländischen Kultur war damals schon sehr stark, also wurde damals sozusagen auch gebildet und die wurde sehr stark von Historikern, speziell von niederländischen Historikern, aber auch von Kunsthistorikern weiter tradiert, vor allem durch Johan Huizinga, der ja mit seinen Forschungen zur holländischen Kultur nachhaltig das Bild der Niederlande von den 30er Jahren bis heute geprägt hat, auch sehr wichtige, sehr gute Arbeiten, aber der hat ein Bild eigentlich entworfen einer einheitlichen, friedliebenden, durch und durch bürgerlichen, eben genuin holländischen Gesellschaft. Und das militärische Moment und die bedenklichen Seiten der aufstrebenden Kolonialmacht verschwanden aus diesem Bild, ebenso wie der Druck, der von der calvinistischen Kirche ausgeübt war. Und ich finde es ganz interessant, also das nur als Nebenbemerkung, wie sozusagen die Verdrängung eines gewissen Teils dieser holländischen Politik, das wirkt durchaus bis heute weiter, wenn Sie ins Rijksmuseum gehen, was ja nach vielen Jahren der Schließung wieder geöffnet worden ist und wo man sozusagen gesagt hat, große Art der Neuaufstellung und Neukonzeption. Und wenn Sie da durchgehen, dann ist ein Teil unten, also oben sind diese großen Meisterwerke, und dann ist ein Teil, wo es durchaus um so gesellschaftliche und politische Fragen geht. Und die Frage der Kolonisierung wird dort, gibt es eine Schrifttafel und das heißt einfach, im 17. Jahrhundert haben die Holländer ihre Flügel weit ausgestreckt und sind bis nach Indonesien etc. gegangen. Also ohne irgendwie eine Reflexion einer doch problematischen Politik. Ja, und dieses, also sozusagen diese Vorstellung einer ganz harmonischen Gesellschaft, die kam natürlich schon in den letzten Jahrzehnten in der Forschung, kam da ziemlich viel Kritik. Vor allem hat zum Beispiel Van Duysen
auf das doppelte Gesicht der Niederlande verwiesen. Also der hat gesagt, das war ja nicht in der Weise einfach einheitlich harmonisch, sondern es gab ja eigentlich zumindest zwei sehr divergierende Entwicklungen. Das eine ist diese unglaubliche Macht, diese Handelsmacht, diese ökonomische Macht, die da aufgestiegen ist, und andererseits der Calvinismus. Und das sind eigentlich zwei Dinge, die, die auch Spannungen erzeugt haben und problematisch waren. Und in diesem Gegensatz hat dann Simon Sharma mit seiner kulturgeschichtlichen Studie Embarrassment of Riches angesetzt. Und er sieht sozusagen hier eigentlich den Hauptwiderspruch in den Niederlanden, einerseits zwischen diesem nie dagewesenen Reichtum und Luxus auf der einen Seite und den Lehren des Calvinismus auf der anderen Seite. Aber auch Sharma hat eben eigentlich das Bild vereinfacht und hat die vielfältigen Spannungen vernachlässigt. Also das ist immer schwierig, wenn man etwas auf sozusagen so einen Punkt hin reduziert, weil im Allgemeinen das Leben und die Welt halt komplexer sind. Also die Niederlande waren eben kein einheitliches Gebilde, aber es war auch nicht nur sozusagen diese Spannung zwischen Calvinismus und Kaufmannstum, sondern es war eigentlich so, dass es sehr unterschiedliche Interessen gab auf sehr unterschiedlichen Ebenen, und das haben eben Freihof und Spies, finde ich, sehr gut herausgearbeitet, dass dieses Aushandeln von sehr unterschiedlichen Interessen eigentlich sozusagen ein ganz entscheidender Faktor bei der Herausbildung einer spezifisch holländischen Mentalität waren. Und zwar waren das für Interessen? Das war auf der einen Seite doch noch der Hof, den es ja zumindest bis 1650 und dann ab 72 wieder gab. Also sozusagen monarchisch-höfische Machtinteressen gegenüber den Städten und den Provinzen. Dann gab es die Städte, die untereinander konkurriert haben. Es gab doch noch eine Spannung zwischen Bürgertum und Adel. Es gab natürlich eine Spannung zwischen dem reichen Regentenpatriziat und dem mittleren Bürgertum bzw. den einfachen Leuten. Und dann natürlich nicht zu vergessen, also die Spannung, die im 17. Jahrhundert zu einem der schlimmsten Kriege geführt hatte, nämlich die Differenz der Religionen. Die Niederlande waren nicht, was man manchmal denken könnte, durchwegs calvinistisch, sondern das war regional sehr verschieden. Zum Beispiel in Utrecht waren die Hälfte der Bewohner Katholiken. In Haarlem hielten sich Calvinisten, Katholiken und Mennoniten die Waage. Deventer war hingegen orthodox-calvinistisch. Amsterdam wiederum betont tolerant, auch gegenüber Nichtchristen, insbesondere den Juden. Auf der Synode von Dordrecht von 1618-19 hatte sich zwar die calvinistische gegen die liberalen und für Toleranz in Glaubensfragen eintretenden Remonstranten durchgesetzt, aber dennoch war sozusagen speziell in Amsterdam die Tendenz zur Toleranz sehr groß. Ich muss vielleicht dazu sagen, weil Sie das vielleicht nicht kennen, Mennoniten sind Wiedertäufer, die aber auch im Allgemeinen eine sehr liberale Haltung hatten, und Remonstranten, die eine große Bedeutung speziell in Amsterdam hatten, waren sozusagen reformiert, aber kamen sehr stark vom Humanismus her und waren ganz stark auf Toleranz ausgerichtet. Also das heißt, es gab eben diese unterschiedlichen Strömungen, was für Holland, also für die Entwicklung von Holland außerordentlich bedeutsam waren. Jetzt kommt dazu, dass natürlich der 80-jährige Krieg gegen Spanien, der wurde ja vor allem unter dem Motto der Glaubensfreiheit geführt. Das heißt, die Holländer haben sich sozusagen selber auf diese Frage von Glaubensfreiheit eingelassen und verpflichtet. Das heißt, nach dem Sieg über Spanien war es dann irgendwie bis zu einem gewissen Grad doch auch klar, dass man unter sich die unterschiedlichen Religionen eigentlich geduldet hat. Wobei man dazu sagen muss, dass nach 1672, also nach diesem, kann man sagen, fast Zusammenbruch von Holland, der Calvinismus wirklich die Oberhand gewonnen hat. Man muss sich das also so vorstellen, dass hier sozusagen dieses Aushandeln von Differenzen
sehr stark bestimmend war und dass eben die Macht in ökonomischer wie in politischer Hinsicht nicht in der Hand von einem Einzelnen lag, also von einem Souverän, auch nicht in der Hand des Adels, auch nicht in der Hand eines einzelnen Individuums, sondern in der Hand von Gruppen. Von Gruppen, die wiederum unterschiedliche Interessen bündeln und koordinieren mussten. Also die Generalstaaten, die Stadträte, die Vorstände von der WOC und der WIC, also der Handelsflotten, die Gildenvorstände und so weiter. Das heißt, jetzt für die Kunst gesprochen, die adäquate Form der Repräsentation dieser Form von Macht war das Gruppenporträt. Ich zeige Ihnen hier das Bild eines anonymen Meisters aus dem 16. Jahrhundert. Ich möchte dazu sagen, es gibt ein grundlegendes Werk von Alois Riegel, also einem der Mitbegründer der sogenannten Wiener Schule, das holländische Gruppenporträt, was in Wien bereits 1902 erschienen ist, aber, wie das halt manchmal der Fall ist, sehr lang her, aber überhaupt nicht überholt, also ein außerordentlich bedeutsames Werk, der also Riegel sozusagen versucht hat, hier eben die Bedeutung dieses holländischen Gruppenporträts herauszuarbeiten. Also das heißt, die wirklich relevanten öffentlichen Aufträge kamen eben nicht von der Kirche und nicht vom Hof, sondern von Institutionen des reichen Bürgertums. Und die unterschiedlichsten Gruppen, nämlich militärische, also Gruppierungen der Schützen, und Vorsitzende von Berufsgruppen, zum Beispiel von Ärzten, aber auch Vorsteher von Wohlfahrtseinrichtungen, fanden alle zu einer gemeinsamen Form der Repräsentation, nämlich dem Gruppenporträt. Und diese Gruppenporträts waren, wie gesagt, in der Öffentlichkeit allgegenwärtig. Sie schmückten die Dulen, also das sind die Schützenhäuser, die Gilden, sämtliche Einrichtungen der öffentlichen Wohlfahrt, wie Spitäler, Waisenhäuser und Altenheime. Nun, die früheste Ausformung der Gruppenporträts findet sich in den Schützenstücken. Das erste bekannte Werk stammt von Dirk Jacobson von 1529. Ich muss vielleicht kurz was zu den Schützen sagen. Die Schützengilden hatten sich in den Niederlanden bereits im 14. Jahrhundert zur Verteidigung der Städte gebildet und erlebten natürlich jetzt im 16. Jahrhundert beim Krieg gegen Spanien eine gewisse Wiederbelebung. Es waren Bürger unter Waffen. Die Schützen selber stammten alle aus wohlhabenden Familien, die Offiziere gehörten zum Stadtpatriziat. Die Schutters, also die Schützen, waren das Herz der Stadt und das Symbol für die freie Stadt, die keinen Herrn über sich kennt und keinen braucht. Die Bedeutung dieser Schützen ging über ihre militärische Funktion weit hinaus. Im 17. Jahrhundert hatten die militärisch eigentlich keine besondere Bedeutung, weil die Flotte, die wirklich wichtig war, das waren nicht die Schützen. Und dann gab es natürlich eine Armee, die eben eigentlich dem Oranierhof unterstellt war. Das heißt, diese Schützen hatten, also sozusagen Bewacher der Stadt, eigentlich ihre de facto militärische Funktion verloren, aber sie hatten eine außerordentlich große kulturelle Bedeutung. Diese Versammlungshäuser der Schützen, diese Dulen, die waren einerseits für die Zusammenkünfte und für die Feste der Schützen bestimmt, aber das waren einfach auch sozusagen öffentliche Gebäude, wo alle wesentlichen Dinge, die in der Stadt passiert sind, wenn Verträge geschlossen worden sind, wenn irgendwelche Gesandte empfangen worden sind etc., dann geschah das sozusagen in diesen Dulen. Und der Auftrag für ein Schützenstück signalisierte höchste gesellschaftliche Anerkennung. Also das war durchaus bedeutsam. Nun, nach Abschluss des Westfälischen Friedens 1648 brach die Produktion der Schützenstücke ab. Also nachdem sozusagen wirklich endgültig der Frieden mit Spanien geschlossen worden ist, da gab es dann eigentlich keine Schützenstücke mehr. Sie sehen hier eben eines der letzten von Van der Halst, einem der bedeutendsten Porträtisten und Gruppenbildmaler, der jetzt diesen Friedensschluss selber auch ins Bild gesetzt hat. Unglaublich genial, weil natürlich unglaublich schwierig, so etwas überhaupt zu gestalten. Nun, Kriege führten die Niederlande nun nur noch außerhalb des Landes, nämlich auf den Weltmeeren.
Insbesondere nach eben 1650 wollten sich die Niederlande eben als diese vollkommen friedliebende Gemeinschaft darstellen. Und obwohl diese kriegerischen Aktionen durchaus vorhanden waren, sollten sie sozusagen aus dem ästhetischen Feld und damit eigentlich aus dem Bewusstsein niederländischer Identität verdrängt werden. Nun, der Schwerpunkt an der öffentlichen Repräsentation verschob sich von den kriegerischen Schützenbildern zu den friedlichen Regentenporträts. Ich zeige Ihnen hier zwei, eins noch von Peter Peters von 1599 und von Werner van Valkert von 1622. Also diese Regenten waren eben Leiter der städtischen Institutionen, meistens der Wohlfahrt, und sie gehörten alle der gesellschaftlichen Elite an. Nun wurde, wie Sie sehen, die Gattung des Schützenstückes, was ja sozusagen eine militärische Gruppierung ist, auf eine nicht-militärische Gruppe übertragen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, dass das möglich ist. Es ist deswegen möglich, weil diese Schützenstücke eigentlich von ihrer Inszenierung her nicht sozusagen das Kämpferische in Aktion gestellt haben. Man muss manchmal zweimal schauen, um sich klarzumachen, sind es jetzt Schützen oder sind es die Vorsteher von irgendeiner Wohlfahrtsinstitution. Es wäre ja denkbar, ja, dass die Schützen sich zum Beispiel bei Schlachten oder in kriegerischen Aktionen dargestellt hätten, aber das haben sie nicht, sondern sie haben sich entschieden für eine Repräsentation ihrer selbst in der Gruppe. Ich zeige Ihnen hier eines dieser Schützenstücke, was eben noch später ist, also in den 40er Jahren, von Piquenoy, wo Sie sehen, das sind jetzt Schützen, die aber sich einfach sozusagen aufstellen, wo es nur darum geht, dass sie selbst und als Gruppe sichtbar werden. Nun, dieser doppelte Verweischarakter, also nämlich auf das unverwechselbare Individuum und auf die Gruppe, das kennzeichnet das holländische Gruppenporträt. Alois Riegel, den ich erwähnt habe, der bezeichnet eben das holländische Gruppenporträt als ein Abbild einer demokratischen Gesellschaft. Im Unterschied zu Riegel gehe ich nicht davon aus, dass man von einer egalitären Bildstruktur auf die soziale Realität schließen kann. Also ich glaube nicht, dass was Riegel macht, ist, er analysiert die Bilder und sagt, das belegt sozusagen den demokratischen Charakter dieser Gesellschaft. Und ich denke, das ist sozusagen zu kurz geschlossen. Und dennoch denke ich mir, können wir im Riegels Beobachtungen durchaus produktiv machen, indem wir nämlich sagen können, und ich werde Ihnen das noch zeigen, dass diese Analyse der ästhetischen Struktur, die Riegel gemacht hat, ein Verweis ist auf ein Ideal von Gleichheit. Also die Repräsentation der Schützen und Regenten ist nicht ein Abbild gesellschaftlicher Realität, sondern es ist ihr imaginäres, ideales Bild, also die Fiktion einer harmonischen, konfliktfreien Verbindung von Individuen und Gemeinschaft, von Einheit und Gleichheit. Riegel hat versucht, so wesentliche ästhetische Prinzipien des Gruppenporträts herauszuarbeiten, die auch, denke ich, durchaus sehr relevant sind. Das eine ist, er hat gesagt, dass ästhetisch herrscht das Prinzip der Koordination im Unterschied zur Subordination. Also denken Sie an italienische Bilder der Renaissance oder des Barock, wo im Allgemeinen, wo wir das nie so haben, dass sozusagen Figuren einfach nebeneinander gestellt werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass Riegel gesagt hat, es gibt eine äußere und keine innere Einheit bei diesen Gruppenporträts. Also auch da, wenn Sie sich jetzt wieder vorstellen, barockes Bild, gibt es eigentlich immer eine innere Einheit im Bild. Ja? Die Figuren beziehen sich alle sozusagen aufeinander im Bild. Wogegen hier die äußere Einheit bedeutet, dass die Figuren sich eigentlich nicht auf ein Land beziehen, sondern sie beziehen sich nämlich auf uns, auf die Betrachter. Und damit zusammenhängend war das Moment der Aufmerksamkeit, das Riegel hier betont hat.
Franz Hals aus Haarlem, wir sind ihm schon als Porträtmaler begegnet. Seine Lebenszeiten sind 1585 bis 1666. Der war sicherlich einer der genialsten Gruppenporträtmaler. Hals hatte sich tatsächlich spezialisiert auf Porträts, Genreporträts und Gruppenporträts und Familienporträts. Es gibt wenig Dokumente über ihn, aber wir wissen, dass er in seiner Zeit anerkannt, aber nicht besonders anerkannt war und dass er wirklich zeitlebens an der Armutsgrenze war. Sein erstes Gruppenporträt ist ein Schützenstück von der sogenannten Georgs-Schützengilde von 1619. Er zeigt hier die Schützen beim Festmahl. Das ist eine typische Haarlemer Tradition, dass man die Schützen beim Festmahl zeigt und nicht stehend. Sie sind also hier um einen Tisch gruppiert. Und was Hals jetzt hier gelingt, ist eigentlich ganz was Unglaubliches. Weil Sie müssen sich mal vorstellen, stellen Sie sich mal vor, also Sie würden malen oder Sie würden fotografieren. Und Sie müssten zum Beispiel eine Gruppe fotografieren, wo alle, jeder gleich gut sichtbar ist, jeder in seiner Individualität sichtbar ist und die ganze, sozusagen, alle aber doch als Gruppe irgendwie wirken. Ja. Und das macht eben, ich habe Ihnen das vorher gezeigt, das ist ästhetisch, ist das unglaublich schwer zu lösen. Man hat dann eben, so wie das meistens der Fall ist, ästhetisch unglaublich langweilige Kompositionen, indem wir einfach additiv sozusagen diese Figuren nebeneinander haben. Und wie macht man das? Ja, und Hals ist das eben gelungen, eine wirklich, also dieses fade Additive nebeneinander zu überwinden und eine wirklich spannende Raumkomposition zu kreieren mit einer noch nie dagewesenen Lebendigkeit der Personen. Sie sehen hier, Moment, da, wo ist das hier? Wow, da. Das ist der eigentliche, sozusagen, der Colonel, der Ranghöchste, also der Chef sozusagen der Gruppe, den man aber eigentlich, also dann würde man ja eher in der Mitte und sehr betont erwarten, das ist aber nicht der Fall, man sieht ihn nur, dass er, also man sieht, dass er diese orangefarbene Schärpe trägt, die ihn sozusagen als Ranghöchsten Colonel auszeichnet, aber ansonsten, die anderen tragen eben weiß-rot, das sind die Farben von Haarlem. Und Sie sehen, dass er das wirklich schafft, dass das eine spannende Komposition ist, unglaublich dynamisch, dass jeder individuell erfasst ist und trotzdem sozusagen die Gruppe als Gruppe komplett funktioniert. 1627 hat er diese Georgsschützen nochmals porträtiert. Also das sind nicht dieselben, dieselben Personen, weil die im Allgemeinen 3 Jahre im Amt blieben. Und dann wurde immer zu ihrem Abschied ein großes Festbankett eben veranstaltet. Ein großes Bankett, was 3 Tage gedauert hat. Und sie zeigen sich dann eben im Allgemeinen bei diesen Banketten. Und Sie sehen, dass das jetzt hier eine viel abstraktere Komposition geworden ist. Es ist so, dass, wenn Sie sich das anschauen, einige miteinander kommunizieren, einige kommunizieren mit dem Betrachter. Jetzt kann man sich fragen, wieso kommunizieren nicht alle miteinander? Wäre das nicht irgendwie lebendiger? Wenn alle miteinander kommunizieren würden, würde das eher einen genrehaften Charakter ergeben, wogegen er so, indem er einerseits eine Kommunikation untereinander zeigt, andererseits eine Kommunikation mit dem Betrachter, einige schauen irgendwie nirgendwo hin, kann er stärker auf das Prinzipielle fokussieren, das Prinzipielle, dass hier Individuen sind, die in einer Gruppe verbunden sind und hebt es sozusagen über so einen genrehaften, momentanen Charakter hinaus. Und ich mache Sie natürlich aufmerksam auf die phänomenale Farbigkeit und den Farbauftrag. Natürlich muss man irgendwann nach Haarlem fahren, um sich das im Halsmuseum im Original anzuschauen.
Was hier auch phänomenal ist, ist, wie der mit der Farbe umgeht und das Schwarz hier wirklich einfach zur Farbe geworden ist. Ist nicht einfach dunkel und schwarz, sondern er zeigt, dass auch die Farbe schwarz, ja, x-fach variierbar ist, je nachdem, ob die beleuchtet ist, je nachdem, was das für eine stoffliche Qualität hat. Und natürlich mit diesen, also hingefetzten, unglaublich offenen Pinselstrich. Er war dann doch ziemlich berühmt, sodass die Amsterdamer, die Schützen des Captain Real, ihm einen Auftrag gegeben hat, 1633, er soll sie porträtieren. Sie wissen sehr wahrscheinlich, dass Haarlem relativ nah bei Amsterdam ist. Auch damals, wo es noch keine Zugverbindung gab, war das keine große Reise. Also Hals ist nach Amsterdam gefahren, hat sicher Skizzen gemacht von denen. Er hätte aber mehrmals jetzt nach Amsterdam kommen sollen. Und er hat gesagt, das macht er nicht, die sollen bitte zu ihm kommen. Und die haben wieder gesagt, also wie auch immer, es geht leichter, dass einer zu vielen kommt, als viele zu einem. Und es ging hin und her, es ging effektiv Jahre hin und her und sie haben sich komplett zerstritten. Und das hat damit geendet, dass Pieter Codde, also ein Amsterdamer Maler, dann das Schützenstück fertiggestellt hat. Also es ist relativ kompliziert, wenn man sich das anschaut, sich zu überlegen, was ist jetzt Franz Hals, was ist jetzt eigentlich hier Pieter Codde. Es ist erstaunlich, zwei Maler, die dann doch also ästhetisch ein sehr gelungenes Bild fertigbringen. Ja, ich zeige Ihnen noch seinen letzten Auftrag. Das waren die Regenten und die Regentessen des Altmännerhauses in Haarlem. Das ist praktisch eine Art Armenhaus. Es gibt so eine Legende, dass Hals dort seinen Lebensabend verbracht hätte. Das stimmt nicht. Der war nicht Teil sozusagen dieses Armenhauses. Ich zeige Ihnen das nachher nochmal zurück. Das sind die Regentessen. Und also es gab sozusagen zwei Bilder. Hier kommen auch Frauen vor, weil es hier sozusagen um ein Armenhaus geht. Es ist unglaublich, wie es Hals hier gelingt, diese Typen zu charakterisieren. Also die, wo er sozusagen einerseits natürlich total individuell, gleichzeitig ist es so, dass er ja da wirklich schonungslos vorgeht. Also bei dem hier, verbinde ich das jetzt mit meinem Ding, mit meinem Pointer. Also Sie sehen sozusagen den da in der mehr oder weniger Mitte rechts, wo man das Gefühl hat, man weiß nicht, hatte der einen Schlaganfall oder ist einfach komplett besoffen. Und also es ist einfach... Der hängt da mit, also das ist wirklich so diese, eigentlich dieses Verbrauchte von diesen Männern, dass er ohne jede Form von Rücksicht oder Verschönerung die einfach so zeigt. Ja. Gleichzeitig ist das natürlich, wenn Sie sich das einfach von der Raumflächenkomposition anzeigen, unglaublich genial. Also das ist ja jetzt fast nur noch schwarz-weiß und trotzdem wirkt es eigentlich unglaublich farbig und lebendig und einerseits flächig, sehr flächengerecht, gleichzeitig erreicht er doch noch eine sehr starke Raumwirkung. Und hier ist das Pendant zu den Frauen, die wiederum in ihrer ganzen unglaublichen Hartherzigkeit, ja, dargestellt werden und auch hier eigentlich absolut ja, rücksichtslos, ja, wie die hier ins Bild geraten und auch hier natürlich die Malerei, also wenn Sie sich anschauen, wie hier diese weißen Überhänge dargestellt sind, die teilweise fast durchsichtig sind und auch hier eben eigentlich nur noch ein Spiel mit Weiß und Schwarz. Ja, wir kommen zu Rembrandt. Rembrandt hat 4 Gruppenporträts gemalt. Sie gehören zu seinen wichtigsten Aufträgen. Es ist die sogenannte Nachtwache. Und er hat 2 Anatomien gemalt von Dr. Tulp und Dr. Daimann. Die werden wir uns jetzt nicht anschauen, weil das zu weit führen würde. Er hat auch noch ein Regentenporträt gemacht von den Stahlmeisters. Das werden wir uns dann sehr ausführlich anschauen. Nun Rembrandts berühmte Nachtwache war eines von 7 Gruppenporträts,
die von der Kloveniersgilde in Amsterdam zwischen 1638 und 1645 für den Festsaal des neu erbauten Zielhauses in Auftrag gegeben worden war. Also Zielhaus nennt man, die kann das auch Zielhaus nennen oder eben Dulen. Und Sie müssen sich das vorstellen, ein Riesenraum, wo nun neben der Nachtwache, also die Nachtwache nicht als einzelnes großes Werk, sondern sieben Stück hier in diesem Raum gezeigt worden sind. Nun, der erste Eindruck der Nachtwache ist eigentlich das eines heillosen Durcheinanders von Chaos. Man kommt zuerst nicht unbedingt auf die Idee, dass das jetzt eigentlich ein Gruppenporträt sein soll. Es gibt eine Kopie, eine zeitgenössische Kopie, wo die Komposition klarer wird. Sie müssen sich das vorstellen, die Nachtwache ist später in einen etwas kleineren Raum gekommen und damals war man nicht sehr zimperlich. Heute würden wir uns das nicht einfallen lassen, dass wir ein Bild in einen kleineren Raum geben und sagen, uje, das passt da nicht rein, wir schneiden einfach ein Stück weg, ja, dann geht's wieder. Also das ist für uns unvorstellbar, aber wir haben das, also da gibt es ja viele Fälle, wo Bilder eben einfach beschnitten worden sind. Und Sie sehen, dass die in der Kopie sozusagen die Komposition ein bisschen klarer wird. Man sieht auf jeden Fall, dass das eine große Gruppe ist, die vor einem Torbogen steht, wo einige hinten auf Stufen stehen. Wir sehen, dass der Hauptmann und Leutnant prominent in der Mitte sind und dass sich links, also das ist der Teil, der am stärksten beschnitten worden ist, dass sich da eine Brücke befand und dann sieht man besser, dass hier noch eben so ein kleiner Junge über diese Brücke wegläuft. Sicher hat sich Rembrandt unter anderem, also der hat sehr viel studiert, der hat natürlich die ganzen Gruppenporträts gekannt, aber er hat sich, was die Komposition anbelangt, sicher auch an Raphaels Schule von Athen orientiert, die es ja in der Grafik, in Reproduktionen gab. Also sozusagen diese Vorstellung, dass dieses großen, also Torbogens und dass sozusagen zwei Hauptfiguren, also sprechende Hauptfiguren in der Mitte sind und dann sich die anderen da faktisch herum anordnen. Und er hat sich natürlich sicher bei Lastmann, der ja sein Lehrer war, der Historien war, Maler war, sich sehr genau faktisch hier orientiert. Was er macht, ist, dass er eigentlich die Gattung des Gruppenporträts mit der Gattung des Historienbildes verbindet. Er kommt ja aus der Historienmalerei. Wir haben das gesehen, wie sich das auch schon bei seinen Selbstporträts durchaus ausgewirkt hat. Also er zeigt, wie der Hauptmann Banning Cocq seinem Leutnant Willem van Reutenburg den Befehl zum Aufbruch der Truppe gibt. Also Sie sehen den offenen Mund und Sie sehen sozusagen die Geste, die Handgeste. Es ist also so, dass diese Truppe eigentlich eben dabei ist, sich zu formieren. Also die steht nicht sozusagen da, um porträtiert zu werden, sondern die ist dabei, sich zu formieren, die ist dabei, sozusagen aufzubrechen, die ist dabei, offensichtlich in den Kampf zu ziehen. Es ist so, dass jeder was anderes tut. Der eine lädt ein Gewehr, einer hat aus Versehen einen Schuss abgegeben. Sie agieren alle unterschiedlich und sie beziehen sich eigentlich kaum aufeinander. Nun, sehr konträr zum Gruppenporträt ist natürlich auch der Umstand, dass nicht jeder, der ja sein Porträt bezahlt hat, gleich sichtbar ist. Das ist natürlich ein echter Affront gegen den Gruppenporträt, weil der Punkt ist ja der, ich zahle, also will ich auch für mein Geld genauso sichtbar sein wie der andere, der genau den gleichen Betrag auch gezahlt hat. Also das ist wirklich ein Verstoß. Es gab lange in der Kunstgeschichte die Vorstellung, dass Rembrandt mit der Nachtwache vollkommen in Ungnade gefallen sei und eben also völlig verarmt sei. Das ist eine Legende des 19. Jahrhunderts, die ja immer wieder davon ausgegangen sind, dass es sozusagen zum großen Künstlergenie gehört, dass er irgendwie völlig konträr und außerhalb der Gesellschaft ist. Das stimmt nicht.
Das Werk wurde von vielen Zeitgenossen, vor allem von seinem Schüler und Kunsttheoretiker Samuel van Hoogstraten, hoch geschätzt. Es gab sicher Diskussionen über das Bild, das ist, und sicher haben die sich geärgert, die eben da nicht gut sichtbar waren. Und was sicher auch Befremden ausgelöst hat, ist, dass es Figuren gibt, die nicht bezahlt haben und die da einfach überhaupt nicht hingehören. Das ist einerseits der Mann, der eben einen Schuss abgegeben hat und kaum sichtbar ist. Sie sehen ihn links neben dem Hauptmann mit dem Bein und Sie sehen ein bisschen sozusagen das Pulver, was da aufsteigt. Also das ist sozusagen eine Figur, die ja auch vom Gesicht her gar nicht sichtbar ist, die er einfach dazu erfunden hat. Und was er natürlich sowieso dazu erfunden hat, ist dieses kleine, wirklich ganz hell beleuchtete Mädchen, wobei, wenn man genauer sieht, sieht man, dass dahinter noch ein zweites Mädchen ist. Frauen haben auf Schützenstücken überhaupt nichts zu suchen. Und die Frage ist, was soll das? Was soll das? Nun, da gibt es gute Rembrandt-Literatur, vor allem von Haverkamp Begemann und von Christian Tümpel. Die haben gezeigt, dass das Mädchen mit Sicherheit eine allegorische Figur ist. Sie trägt nämlich, wenn Sie das sehen, am Gürtel ein Huhn mit Klauen. Und das bezieht sich diese spezielle Schützenpartie, nannte sich Cloveniers also Schützengilde, und Clovenier heißt Hühnerklaue. Und das heißt, das ist einfach ein allegorischer Verweis auf auf das Attribut, auf den Namen sozusagen dieser Schützengilde. Man hat auch gedacht, das könnte auch eine Allusion sein an Marketenderinnen, die dann sozusagen die Schützen im Feld immer begleitet haben und sozusagen für das Essen gesorgt haben. Das kann sein, dass das sozusagen auf einer bestimmten Ebene mit hinein spielt. Also Rembrandt zeigt eigentlich jetzt nicht einen bestimmten Moment der Bürgerwehr. Es ist kein zeitgenössisches Dokument. Es ist kein Historienbild in dem Sinn. Er verknüpft einfach verschiedene Momente und zeigt gleichsam die prinzipielle historische, aktuell eigentlich nur mehr symbolische Bedeutung der Bürgerwehr. Und er schafft dadurch natürlich ein Bild voll von Lebendigkeit und bietet die Möglichkeit, über Funktion und Bedeutung der Bürgerwehr nachzudenken. Und man kann auch, wie etwa Jürgen Müller das gemacht hat in seinem Buch, eine gewisse Ironie in diesem chaotischen Haufen sehen. Also der hat sehr stark davon abgehoben, auf diesen Schuss, der ja nicht losgehen sollte und der dann diesen Jungen zum Rennen bringt, und sehr stark davon ausgegangen, dass das Ganze eine Ironisierung bedeutet. Sehr typisch für Rembrandt, wir werden das immer wieder sehen, ist, dass er sich nicht an eine bestimmte Gattung hält. Er hat nicht nur in verschiedenen Gattungen gearbeitet, sondern er hat immer sozusagen diese Gattungsgrenzen auch transzendiert. Ja, wir schauen uns nun genauer an sein Gruppenporträt von den Stahlmeesters. Die Stahlmeesters sind eines von sechs Gruppenporträts, die im großen Saal der Tuchfärberzunft hingen. Also das sind sozusagen, das ist in der Tuchfärberei, war ja unglaublich bedeutsam, und in dieser Zunft hingen sozusagen in dem großen Saal, hingen eben sechs von diesen Gruppenporträts, und das war sozusagen nach dem Gebäude, hießen die Stahlmeesters. Nun, was aufschlussreich ist, ist, dass in diesem Fall kennen wir die Auftraggeber sehr genau, weil die alle dokumentiert sind. Das heißt, dieses Prüfungskollegium, was 1662 im Amt war, das kennen wir. Man muss dazu sagen, was die Männer, die wir hier sehen, waren ein Prüfungskollegium. Das heißt, die haben sozusagen die Qualität der Tuchfärberei überprüft.
Ja, wer ist das? Das ist von links nach rechts, ist das Jakob van Loon, der Älteste mit 67 Jahren, katholisch, Volker Jansson, Mennonit, Besitzer einer Kunstsammlung, der Vorsitzende Willem van Doornburg, Calvinist, Jochen de Neve, der Jüngste mit 33 Jahren, Remonstrant, und Arnoud van der Meijen, Katholik, und Wie van Doornburg aus einer der angesehensten Amsterdamer Familien. Und dahinter steht Franz Hendriksson Beel, das ist der Diener, dem aber eine wichtige Erfindung in der Technik des Tuchfärbens gelungen war. Das heißt, alle Prüfer waren Tuchhändler. Sehr bemerkenswert scheint mir, dass wir es mit Repräsentanten von vier verschiedenen Religionen zu tun haben, die aber eben alle der gesellschaftlichen Elite angehörten. Und sie sind gleichsam ein Symbol für die Amsterdamer Gesellschaft, für ihren Reichtum, für ihre Macht, aber eben auch für ihre Toleranz. Ikonografisch bleibt es ganz in der Tradition der Regentenstücke. Also hier hat Rembrandt jetzt nicht viel, sozusagen ikonografisch hat er das jetzt hier nicht verändert. Einige wenige Männer haben sich um einen Tisch versammelt, die meisten sitzend, einige stehend. So hat bereits zum Beispiel Werner Falkert, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, oder eben auch Govert Flink, der ein Rembrandt-Schüler ist, ein solches Gruppenbild gestaltet. Dieses Gruppenbild von den Schatzmeistern der Klovenierstolen, das hing zusammen mit der Nachtwache in diesem großen Raum. Also Sie sehen, ikonografisch ist das jetzt, bleibt das hier in der Tradition. Aber trotzdem ist es sehr anders und das möchte ich Ihnen zeigen. Die einzigartige Wirkung der Stahlmeisters beruht auf der Verbindung einer Vereinheitlichung der Raum- und Handlungssituation und damit der Zeit und der psychischen Aufmerksamkeit der Dargestellten mit der Fixierung des Betrachters durch die Dargestellten. Rembrandt verknüpft hier einen ganz nahen Augenpunkt mit einer extremen Untersicht. Also wenn Sie vor dem Bild stehen, haben Sie das Gefühl, Sie stehen da direkt davor, müssen aber sozusagen raufschauen. Die dadurch provozierte Konfrontation mit dem Betrachter wird durch die Fixierung des Betrachters seitens der Bildfiguren mit einer Ausnahme erheblich gesteigert. Also alle außer der Vorsitzende, der gerade gesprochen hat, alle sozusagen fixieren wirklich den Betrachter. Bei Rembrandts Vorgängern fällt der Blick des Betrachters meist leicht von oben und in größerem Abstand auf die Tischrunde. Und dies bewirkt natürlich eine viel größere Distanz. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, wo das ähnlich ist wie bei Rembrandt von Van der Hals, der auch ausnahmsweise die Untersicht gewählt hat, aber die Ganzfigurigkeit verhindert diese direkte Betroffenheit. Vor allem aber blickt nur einer der Männer wirklich auf den Betrachter. Und man kann beobachten, dass sozusagen vor Rembrandt, das habe ich Ihnen auch bei Hals gezeigt, die Protagonisten auf unterschiedliche Dinge schauen, teilweise überhaupt nicht miteinander kommunizieren und teils eben nur sozusagen symbolische Gesten machen. Und es ist oft so, dass einer redet, aber keiner hört zu. Und sozusagen dieses symbolische Additive verunmöglicht den Eindruck des Gegenwärtigen. Wogegen bei Rembrandt wenden alle ihre Aufmerksamkeit dem Betrachter zu. Alle bis auf denjenigen, der offensichtlich eben gesprochen zu haben scheint, was durch die Redegäste verdeutlicht wird. Aber das Eigenartigste an diesem Bild ist, dass wir, die Betrachter, das Gefühl haben, dass die Bildfiguren auf uns reagieren. Also wir haben das Gefühl, es wäre, wenn wir nicht da wären, wäre das sozusagen ein anderes Bild. Also das wird dadurch bewirkt, durch die leisen Kopfwendungen zum Betrachter hin, ebenso wie durch diesen Gestus des Aufstehens, also das Gefühl, der steht jetzt gerade auf, dann sehen Sie, dass der ganz rechte, wenn man das Gefühl hat, dass der auch eigentlich gerade sozusagen eigentlich aufstehen möchte,
Und dass der, der offensichtlich das Buch hat, der gelesen hat, eigentlich inne, der, man hat einfach das Gefühl, der hat gerade gesprochen, der hält jetzt gerade inne. Das heißt, es sind eigentlich, machen alle doch relativ momentane Bewegungen und wir haben, das provoziert sozusagen den Eindruck, als wenn alle auf den Betrachter reagieren würden. Also man hat den Eindruck, die waren alle konzentriert, haben alle konzentriert zugehört, was der erzählt. Dann kommt der Betrachter und der Betrachter ist sozusagen gleichsam eine Störung. Das bedeutet aber, dass der Betrachter eigentlich als für das Bild konstituierend angesehen wird. Also wie gesagt, als wäre es ein anderes Bild, wenn der Betrachter nicht da wäre. Und diese stringente Wirkung von Präsenz, von Gegenwärtigkeit, wurde sehr lang naturalistisch, anekdotisch interpretiert. Also es wurden ganze Geschichten erfunden über mögliche Unterhaltungen und Reaktionen zwischen den Bildfiguren und einer angeblichen Partei vor dem Bild. Aber die Wirkung dieser ästhetischen Inszenierung hat natürlich einen tieferen Sinn. Die Forschungen der Rezeptionsästhetik haben ja deutlich gemacht, dass Bilder jeweils auch einen Betrachter konstruieren, dass zwischen Bild und Betrachter eine gewisse Interaktion stattfindet. Nun, die Protagonisten sind höchst individuell gegeben. In ihren Gesichtszügen, ihrem Ausdruck, ihrer Gestik und ihrer jeweils spezifischen Reaktionsweise. Also es scheint eigentlich jeder anders auf den Betrachter zu reagieren. Die Differenzierung reicht von ruhigem Schauen bis zum Aufstehen und Weggehen wollen. Diese divergierenden Gesten erzeugen Unruhe. Und dennoch strahlt dieses Werk eine große Ruhe aus. Und dieser Eindruck von Ruhe wird durch die ästhetische Struktur erzeugt, nämlich durch die flächige Gestaltungsweise. Der schräg gestellte Tisch wirkt durch die Untersicht fast bildparallel. Die Köpfe kommen auf der Projektionsfläche auf einer Linie zu liegen, obwohl sie eigentlich räumlich disparat sind. Die Hände sind auf einer durchgehenden Verbindungslinie angeordnet. Und die bildparallel geführte Rückwand verstärkt diesen Eindruck. Trotz dieser Flächigkeit entsteht ein starker Raumeindruck, der allerdings nur durch optische Mittel des atmosphärischen Helldunkels erreicht wird. Und so erzeugt Rembrandt den Eindruck einer einheitlichen Gruppe im Raum. Das heißt, die Autonomie der Persönlichkeit und die Individualität der Einzelnen wird mit der Gruppe in vollkommene Harmonie gebracht. Der Vorsitzende ist lediglich durch den Redegestus als solcher gekennzeichnet. Er nimmt nicht die Bildmitte ein und wird auch sonst weder kompositorisch noch durch die Kleidung oder besonders auffallende Gesichtszüge betont. Die Bildmitte besetzt vielmehr der Diener, der, obwohl räumlich etwas im Hintergrund, ganz in die Gruppe eingebunden ist. Trotz dieser angedeuteten soziale Differenzierung überwiegt somit der Eindruck einer einheitlichen, aus gleichwertigen Individuen bestehenden Gruppe. Diese Gruppeneinheit wird auch durch die Verschmelzung der Körper erreicht. Insbesondere die mittlere Gruppe scheint eine einzige dunkle Form zu bilden, in der die Körpergrenzen verschwinden. Das Spezifische dieser Form von Repräsentation wird noch deutlicher, wenn wir es mit feudalen Repräsentationsbildern des Barock vergleichen. Also denken Sie an barocke Bilder Rubens oder so, da gibt es immer ein Zentrum, wo alles sozusagen hingeht. Ja. Und hier ist sozusagen das Zentrum, wenn man überlegt, was ist denn eigentlich hier das Zentrum, dann müsste man sagen, das Zentrum ist eigentlich einerseits der Betrachter und andererseits das Wort. Das gesprochene Wort und dieser unsichtbare Text. Bei den Stallmeisters wirkt die Gruppe als geschlossene Einheit. In der Gruppe sind alle gleichwertig und jeder wird als Individuum mit seiner ihm eigenen Reaktionsweise und psychischen Struktur ernst genommen. Und diese individuelle Reaktionsweise, die wird nun auch dem Betrachter zugestanden. Wenn wir nämlich die Blickstrahlen verfolgen, wenn Sie davor stehen, also im Original ist es noch stärker, wenn Sie davor stehen, dann werden Sie sehen, dass die Blickstrahlen der Dargestellten leicht divergieren. Und das bedeutet, dass eigentlich nicht ein Betrachter
vorausgesetzt wird, sondern dass eigentlich mehrere Betrachter vorausgesetzt werden. Und diese geniale Blickkonstellation hat eben die Forschung immer wieder verführt, eine Partei vor dem Bild anzunehmen. Das heißt, dass der Subjektivismus, den Rembrandt nicht nur den Dargestellten, sondern auch dem Rezipienten zugesteht, der ist natürlich für diese divergierenden Interpretationen verantwortlich, die über die Dargestellten und ihre angebliche Psyche existieren. Die Vorstellung von Subjektivität und Individualität wird somit von Rembrandt nicht nur an den Dargestellten demonstriert, sondern durch die ästhetische Struktur für die Betrachter sinnlich erfahrbar gemacht. Diese Konzeption menschlicher Individualität und Freiheit als Bedingung für eine Harmonie der Gesamtheit, die findet eine ganz erstaunliche Analogie in der politischen Theorie von Spinoza. Spinoza, der holländische Philosoph, der in der Zeit, als Rembrandt die Stallmeister schuf, schrieb Spinoza sein theologisch-politisches Traktat, das allerdings dann erst 1670 publiziert wurde. In den 70er Jahren, also später, verfasste er auch seine Tractatus Politicus, seine Gedanken zum Staat, der bei seinem Tod 1677 allerdings erst handschriftlich vorlag. Und Spinoza entwirft darin eine Utopie menschlicher Gesellschaft, die weit über die tatsächlich vorhandene Oligarchie der Regentenherrschaft hinausging. In diesen Schriften verteidigt Spinoza die individuelle Freiheit jedes Einzelnen und deklariert diese Freiheit als Grundlage und Bedingung für einen demokratischen und friedlichen Staat. Er betont die Differenz im Fühlen und Denken der Menschen und ihr natürliches Recht auf die Freiheit zu denken, was sie wollen und zu sagen, was sie denken. Diese Freiheit des Denkens ist nach Spinoza keine Gefährdung für den Staat, sondern vielmehr die Bedingung für einen demokratischen Staat, der Frieden garantiert. In einem Staat, in dem das Wohl des Volkes oberstes Gesetz ist, entspricht der Wille der Regierung letztlich auch dem des Einzelnen. Also ich meine natürlich nicht, dass Rembrandt durch Spinoza beeinflusst sei. Ich denke vielmehr, dass aufgrund der spezifischen politischen, konfessionellen und sozialen Situation in den nördlichen Niederlanden eine Kultur möglich wurde, in welcher Vorstellungen über Individualität und deren harmonische Verbindung mit einer Gemeinschaft von Freiheit und Staatlichkeit entwickelt werden konnten, die sich in der Philosophie wie in der bildenden Kunst in einer je spezifischen Weise niederschlugen. Also Philosophie wie bildende Kunst sind natürlich nicht einfach Produkt dieser Situation, sondern sie sind eben durchaus auch aktiv am Entwicklungsprozess dieser Kultur beteiligt. Rembrandt entwarf aufbauend auf der holländischen Tradition des Gruppenporträts und eingebunden in einen gewissen Diskussionszusammenhang die Utopie einer Harmonie von individueller Autonomie und Gemeinschaft. Der Eindruck von Individualität wird durch die Porträts und die unterschiedlichen Gesten und Reaktionsweisen hervorgerufen. Die Anerkennung von Subjektivität durch die eben beschriebene Strukturierung des Betrachter-Bild-Verhältnisses und die Gemeinschaft durch die Verschmelzung der Körper, die Isokephalie und vor allem durch den Raum und die Organisation der Bildfläche, also die Betonung der Horizontalen, die buchstäblich einen gemeinsamen Rahmen für die Gruppe schafft. Aber macht nicht gerade die Idealität dieser Gemeinschaft die damit einhergehende Ausgrenzung vergessen? Wird nicht verdrängt, dass es sich bei dieser idealen Gesellschaft um die soziale Elite handelt, die zudem ausschließlich aus Männern besteht? Es ist nicht lediglich ein Bild von Gleichheit, sondern ein Bild von Gleichheit innerhalb hegemonialer Männlichkeit. Und diese Männlichkeit ist hier auf Vergeistigung und Entkörperlichung ausgerichtet. Die Stallmeisters werden nicht bei ihrer Tätigkeit, also der Überprüfung der Stoffe, porträtiert. Die sinnlichen Reize der Stoffe und der damit verbundene Reichtum materialisieren sich lediglich im glühend roten Teppich, der über den Tisch gebreitet ist.
Und durch die extreme Untersicht hat Rembrandt die vielen Dinge, die üblicherweise auf dem Tisch ausgebreitet sind, zum Verschwinden gebracht. Das zentrale Objekt ist bezeichnenderweise das aufgeschlagene Buch, auf dessen Inhalt offensichtlich alle konzentriert gewesen waren. Die Stallmeister sind somit nicht durch ihre Tätigkeit oder ihre Attribute charakterisiert, sondern lediglich durch ihre Selbstrepräsentation. Damit wird der Verweischarakter auf die konkrete Kooperation in Richtung auf eine Allgemeinheit hin transzendiert. Also ich denke mir, dass sozusagen das so verallgemeinert wird, dass es wirklich, dass es jetzt, natürlich ist es jetzt die ganz konkrete Tuchfärberzunft mit diesen Personen, aber durch diese Art der Darstellung wird das verallgemeinert und entwirft sozusagen überhaupt ein Idealbild eigentlich von Gesellschaft. Gleichzeitig wird durch die Eliminierung von Zeichen, die auf Körperlichkeit oder Sinnlichkeit verweisen, eine bestimmte Form von Männlichkeit repräsentiert. Die Dargestellten scheinen gar keine Körper zu besitzen. Schwarze, undifferenzierte, ineinander übergehende Flächen streichen den Körper gleichsam aus. Das Licht fällt nicht auf die Körper, es fällt auf die Gesichter und die Hände der als Ausdrucksträger. Das Verbindende, das Übergreifende dieser Gruppe ist das unsichtbare Wort oder das Geistige. Dass hegemoniale Männlichkeit als solche nicht kenntlich wird, sondern gleichsam als das Allgemeine schlechthin auftritt, ist das Zeichen ihres Erfolges. Nun, Rembrandt hat kein weibliches Pendant zu den Stallmeisters geschaffen. Es gibt in der holländischen Malerei ganz wenige Porträts von Regentessen, wie hier als Beispiel. Das sind aber ausnahmslos ist dann der Arbeitsbereich auf Armen, Waisen und Krankenhäuser beschränkt. Das heißt auf Einrichtungen der städtischen Wohlfahrt, Bereiche, die früher die katholische Kirche betreut hat. Aber auch da waren die Bilder meist den Männern zugeordnet. Also sie waren immer in den Regentenzimmern angebracht und hatten eher einen privaten Charakter. Bei den Gildenvorständen, den Anatomien oder Schützenstücken gibt es keine weiblichen Pendants. Und man kann natürlich einwenden, das ist ja logisch, ja, weil es gab sie ja einfach nicht. Ja. Ja, so ist es eben. Es gab keine Frauen in diesen Funktionen. Auch in der Zeit der wahren Freiheit waren Frauen aus sämtlichen Bereichen der Politik und aus führenden öffentlichen Positionen ausgeschlossen. Darüber hinausgehend war aber auch das gesellige Leben der Schützenverbände, die so wesentlich zur holländischen Kultur beitrugen, männerbündisch organisiert. In den Haarlemer Statuten der Bürgerwehr von 1621 wurde Frauen und Kindern die Teilnahme an den festlichen Banketten, die sich oft über viele Tage hinzogen, ausdrücklich verboten. Also das ist nicht mehr, da ist dann alles wirklich nicht mehr selbstverständlich. Weil bei den Schützenfesten könnte man denken, dass da die Frauen zugelassen waren. Das waren sie aber nicht. Die Grenze zwischen Öffentlichkeit und privatem Bereich wurde in den Niederlanden im 17. Jahrhundert in verschärftem Maß Thema des Diskurses. In den Schriften von Jakob Katz, der die Konzepte von Erasmus und Vives weiterführte und den normativen Diskurs über die Rechte und Pflichten von Frauen prägte, wurden die Orte und Räume geschlechtsspezifisch normiert und festgeschrieben. Also was wir beobachten können ist, und wir werden das im Laufe der Vorlesung deutlicher sehen, wenn wir dann über die Genrebilder und die Innenraumbilder sprechen, es gibt wirklich sozusagen eine Art Segregation im 17. Jahrhundert, dass der öffentliche Bereich und der private Bereich stärker voneinander geschieden werden und sozusagen durch bildliche Repräsentationen diese Scheidungen nochmal betont werden. Und der öffentliche Bereich ist eben einfach männlich kodiert, wogegen der weibliche Bereich eben sozusagen nur das Haus ist. Und Katz, Jakob Katz, schreibt sich C-A-T-S, das war der war zum Teil Ratspensionär, war ein unglaublich berühmter Mann in Holland, hat sehr viel geschrieben, sehr viel zur Emblematik geschrieben, aber sehr viel eben hat ein Buch geschrieben über die Ehe. Und dieses Buch war so ungefähr in jedem holländischen Haushalt vorhanden. Das heißt, er hat ganz stark sozusagen diesen Diskurs mitbestimmt und er hat sozusagen geschrieben über Frauen, über Heirat und über dieses Geschlechterverhältnis. Und
Er wird nicht müde zu betonen, dass der Ort der Frau das Haus sei, das Haus und noch einmal das Haus. Das heißt, das weibliche Leben wurde auf Ehe und Mutterschaft reduziert. Aber auch für den Querdenker Spinoza, der so sehr auf dem gleichen Recht jedes Einzelnen bestand, steht außer Frage, dass sich dieses nur auf die Männer der Gesellschaft bezieht. Nur diese und hier alle, außer sie sind Knechte oder kriminell, haben das Recht zur politischen Partizipation. Ich zitiere Spinoza, außerdem, dass sie den Landesgesetzen unterstehen, müssten sie auch im Übrigen unter eigenem Recht stehen, um Frauen und Knechte auszuschließen, die der Gewalt der Männer und Herren unterstellt sind und ebenso Kinder und Unmündige. Zitat Ende. Die Brisanz dieses Ausschlusses wird deutlicher, wenn man einen Vergleich anstellt zwischen visueller Repräsentation im privaten eben und im öffentlichen Bereich. Und hier wird eben der Gegensatz eklatant, wir werden das sehen, in unzähligen Interieurbildern, die nicht nur in den Innenräumen platziert waren, sondern das private Heim und auch den neuen Ort des privaten Bildes explizit thematisieren, sind fast nur weibliche Figuren zu sehen. Also das heißt, wir haben hier wirklich sozusagen, man sieht das sozusagen erst, wenn man das sozusagen im Vergleich sieht. Die egalitäre Bildstruktur des holländischen Gruppenporträts evoziert die Fiktion einer egalitären Gesellschaft, in der die Ausgrenzungen gar nicht mehr ins Bewusstsein rücken, da sie unsichtbar gemacht sind. Ich möchte hier vielleicht ganz kurz eine methodische Überlegung anführen, weil das in meiner Arbeit, also weil ich das einfach für sehr wichtig finde, dass man nicht nur fragt, wie etwas dargestellt ist, wie in welcher Bildtradition, welchen Kontext, sondern dass man auch die für uns vielleicht etwas ungewöhnliche Frage stellt, was ist eigentlich überhaupt nicht Gegenstand der Repräsentation, was wird eigentlich überhaupt nicht dargestellt, obwohl es eigentlich dargestellt werden müsste. Und das ist eine Frage, die Sie, wenn man die einmal im Kopf hat, sehr aufschlussreich ist, weil einem da sozusagen Dinge auffallen, die einem sonst vielleicht nicht auffallen. Also wenn Sie zum Beispiel heute im Fernsehen sich das Fernsehen anschauen, politische Berichterstattung, wenn Sie da sich immer fragen, wer kommt eigentlich ins Bild und wer kommt eigentlich nicht ins Bild, wer hat eigentlich überhaupt keine Stimme, über wen wird nur gesprochen, kann aber nie selber sprechen oder von wem ist überhaupt nie die Rede, ist es, denke ich mir, außerordentlich aufschlussreich. Ja, wir machen noch einen anderen Schritt, weil wir uns noch eine ganz andere Gruppe von Bildern anschauen, nämlich Familienporträts, die nicht zu den Gruppenporträts zählen, weil unter Gruppenporträt versteht man eigentlich nur Kooperationen, die auf gesellschaftliche, politische oder berufliche Verbände zurückgehen. Nun, in der adligen Gesellschaft gab es Stammbäume, aber es gab kaum Familienporträts. Das Familienporträt in dem Sinn ist eigentlich eine bürgerliche Angelegenheit. Und in diesen bürgerlichen, weitgehend kalvinistisch geprägten Niederlanden des 17. Jahrhunderts wurde in Ansätzen eine Konzeption von Ehe und Familie entwickelt, die mit gewissen Variationen bis in weit in die Moderne gültig blieb. Und zwar ist das die für uns teilweise vielleicht geläufige Vorstellung, aber die keinesfalls selbstverständlich ist, eine Verbindung von Liebe und Ehe. Ich denke mir, dass wir heute mehr oder weniger die Auflösung dieses Musters erleben, weil die Ehe immer weniger als gültige Lebensform angesehen wird. Aber in den Niederlanden im 17. Jahrhundert wird dieses Konzept gebaut. Das ist kein selbstverständliches Konzept, wir haben schon darüber gesprochen, im Adel gibt es dieses Konzept nicht. Ja? Also da wird Liebe immer unabhängig von Ehe eigentlich imaginiert. Nun, es gibt dann ein wirklich umfangreiches Schrifttum in den Niederlanden, die sozusagen diese Bedeutung der kleinen Familie und die, auch die Bedeutung von affektiver Beziehung, gegenseitiger Verantwortung und Pflicht niederlegt. Also das sind wirklich, da gibt es jetzt wirklich ein großes Schrifttum, zum Beispiel bei Dirk Vorkertzen Kornherd, von Johann von Beverwijk und eben von dem Johann Katz, den ich schon erwähnt habe, der sein Werk Ehe 1625
Bubeleik auf Niederländisch geschrieben hat und das wirklich eine Art Bestseller geworden ist. Und in der Kunst zeigt sich natürlich diese neue Bedeutung von Ehe und Kleinfamilie in der Ausbildung des Familienbildes seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Sie sehen hier noch ein sehr frühes, wo man auch diese Vorstellung von der Großfamilie hatte. Das verändert sich aber im 17. Jahrhundert und geht über zu der Vorstellung einer Kleinfamilie, wie wir das hier bei Heemskerk haben. Und die Familienbilder sind meistens so, dass man sie bei einer gemeinsamen Handlung sieht oder sehr oft, entweder bei einer gemeinsamen Mahlzeit oder bei einem Spaziergang oder bei Musizieren. Sehr oft wird die Familie in die Natur gesetzt, wie hier bei Franz Hals, was erstaunlich ist. Man könnte denken, dass die doch eher immer im Interieur platziert ist, das ist aber nicht der Fall. Ich denke mir, dass man hier sehr stark betonen will, dass die Familie etwas Natürliches sei. Ja, Sie sehen, der Mann ist immer von uns her gesehen links, weil das sozusagen de facto heißt, dass er rechts steht. Ja? Also insofern geht sozusagen der Maler davon aus, dass was de facto der Fall ist und im Bild ist es dann sozusagen links. Und es ist fast immer so, dass der Mann derjenige ist, der eher mit der Außenwelt und dem Betrachter Kontakt aufnimmt. Es gibt eine gewisse geschlechtsspezifische Differenzierung, auch bei Ehepaarbildnissen, wie hier bei Jan de Brée. Die meisten Ehepaare haben sich ja, das habe ich Ihnen letztes Mal gezeigt, als Pendants dargestellt, also als zwei Bildtafeln. Manchmal sind die zusammen, wie hier bei Jan de Brée, wo natürlich jetzt die geschlechtsspezifische Differenzierung besonders betont wird. Also Sie sehen, dass der Mann wird sozusagen, ist erstens derjenige, der die Hand hebt, der sozusagen der Sprechende ist, der sich an den Betrachter wendet, der nach außen ausgerichtet ist und der umgeben ist jetzt von dem ganzen Wissen, von dem Globus, von den Büchern, von der Kunst und so weiter. Und die Frau, total auf ihn bezogen, ihm zuneigend, aber auch sozusagen einerseits ihm zuneigend, gleichzeitig aber auch ein Teil sozusagen von Natur ist. Was man auch feststellen kann, ist, dass ja, also sozusagen Familienbilder sind eigentlich was sehr Privates, aber das Private wird hier öffentlich gemacht und diese Veröffentlichung von Privatheit wirkt sich meistens so aus, dass man eigentlich sehr streng auf eine Etikette schaut, wie hier bei Nicolas Maas, wirklich sehr streng aufgereiht sind und wo es eher um Repräsentation geht, als darum, irgendwas Privates jetzt preiszugeben. Nun, Rembrandt hat auch ein Familienbild gemalt, das sogenannte Braunschweiger Familienbild, weil es in Braunschweig ist. Es ist ein Spätwerk, es ist sehr wahrscheinlich um 1668 entstanden. Wir wissen nicht, ob es ein Auftrag war für eine konkrete Familie oder ob Rembrandt einfach ein Idealbild einer Familie hier entworfen hat. Und diese Unklarheit ist symptomatisch, weil es ist sozusagen undenkbar bei anderen Künstlern, würde man nie sich fragen, ist das jetzt ein Auftrag oder ist es ein Familienbild oder ein Genrebild, weil da ganz klar unterschieden ist. Nun, diese verallgemeinerten Gesichtszüge der Dargestellten, die sich ähnlich auch in Rembrandts Historienbilder wiederfinden, sprechen eigentlich gegen ein konkretes Familienporträt. Rembrandt hat am Ende seines Lebens, nach dem Tod seiner eigenen Familie, eine Idealvorstellung von Familie entworfen. Dieses Ideal ist nun aber ganz profan und nicht mehr eine sakrale Familie. Ja? Er hat ja früher sozusagen die heilige Familie gemalt. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Das ist wirklich jetzt eine ganz profane Familie. Nun, die Veränderungen gegenüber der Tradition der Familienporträts sind wieder bezeichnend. Ich zeige Ihnen jetzt als ein ziemlich beliebiges Beispiel Caspar Netscher. Caspar Netscher, also praktisch gleichzeitig. Und da sehen Sie, das ist auch jetzt in die Natur versetzt.
es ist schon etwas sozusagen klassizistisch, die Familie wird sozusagen mit dieser Architektur und der Plastik überhöht. Es gibt ziemlich viele Attribute und es gibt eine sehr klare Trennung sozusagen von dem Mann, von dem stehenden und der sitzenden Frau mit den Kindern, und die sind jetzt alle sozusagen eigentlich doch eher repräsentativ vor dem Betrachter hier ausgebreitet. Nun, Rembrandt eliminiert alle genrehaften oder allegorischen Verweise und er verzichtet auf die Konkretisierung des Raums. Die Familienbande werden nicht durch eine verbindende Handlung wie eine Mahlzeit, Musizieren oder Spaziergang begründet. Dennoch ist es kein additives, zusammenhangloses Nebeneinander von Einzelporträts, wie das eben bei vielen typischen Familienporträts der Fall ist. Also es ist nicht, er begründet es jetzt nicht, dass alle an einem Tisch sitzen oder etwas zusammen machen, aber trotzdem ist es nicht so, dass einfach die alle parataktisch da vor uns stehen. Repräsentation, die gerade in den Ehe- und Familienporträts in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein zentrales Anliegen der elitären Oberschicht war, spielt hier kaum eine Rolle. In dem dunklen, gegenstandslosen Raum gibt es nichts als diese Familie. Die Hierarchie zwischen den Geschlechtern ist abgemildert. Aber auch bei Rembrandt ist es der Mann, der auf der linken Bildseite positioniert ist, er ist etwas größer als die sitzende Frau. Und es ist sein Blick, der aus dem Bild geht. Allerdings ist es ein ziemlich diffuser Blick. Der Blick der Frau ist auf ihr jüngstes Kind, auf ihrem Schoß gerichtet, aber auch ihr Blick ist wie nach innen gewandt. Es ist eigentlich nur dieses kleine Kind auf dem Schoß, das lebhaft aus dem Bild auf den Betrachter schaut. Hierin unterscheidet sich Rembrandt auch von einem fast gleichzeitigen Bild von Carel Dujardin. Das ist ja sehr ähnlich in diesem sehr engen Bildausschnitt. Bei Dujardin fokussiert der Mann mit einem klaren Blick die Betrachter und seine Gemahlin ist aber in ihrer Haltung, Kopfwendung und Blick ganz auf ihn bezogen. Mann und Frau sind auch in Rembrandts Version durchaus geschlechtsspezifisch differenziert. Sie weit ausladend mit prächtigen, farbenfrohen Gewändern. Eher praktisch körperlos, das Schwarz seines Gewandes verschwimmt mit dem dunklen Hintergrund. Allerdings hält das Familienoberhaupt eine rote Blume in der Hand, eine Nelke oder Rose, und das ist wirklich ungewöhnlich. Es gibt fast auf allen Familienbildern Nelken und Rosen, aber die werden eigentlich immer nur von den Kindern gehalten oder von den Frauen, aber eigentlich nie von den Männern. Also das ist schon erstaunlich, und diese Nelken und Rosen sind ja seit dem Mittelalter natürlich Zeichen für Liebe und Treue. Ja, was Rembrandts Familie in diesem Bild zusammenhält, sind keine äußeren Zwänge, keine Abschammungslogik von Familienhierarchie, keine Großfamilie, ja scheinbar nicht einmal ein gemeinsames Heim oder gemeinsame Handlungen. Es ist einzig und allein die Liebe, die Blicke, die zarten Berührungen, die Zuwendungen, das Auftauchen und Versinken in einem allgemeinsamen dunklen Grund, die warmen, ineinander übergehenden Farben, welche die Körper fast zu einem einzigen Gebilde verschmelzen lassen. In Rembrandts Werk wird die Quintessenz dieser neuen bürgerlichen Konzeption von Liebe und Ehe repräsentiert. Das utopische, wenn nicht gar illusionäre Ideal vollkommener harmonischer Einheit von Liebe, Ehe und Familie. Ja, wir sehen uns nächste Woche nicht, ja? weil Feiertag ist, wir sehen uns eigentlich erst wieder. Also wir sehen, dann kommt der 2. November, ist wieder ein Feiertag und erst dann sehen wir uns wieder. Schöne Zeit, bis dahin.